Willkommen zurück zu FIFA 18 The Journey Hunter Returns. Wir waren dabei, die ganzen Vorbereitungsspiele zu machen. Hat im letzten Spiel gegen die All-Stars nur unentschieden gespielt und werden jetzt gucken, wie es weitergeht. Warte, ich mach das schon. Der Saisonstart ist gut gelaufen, ne, Hunter? Der Titelgewinn hat echt Spaß gemacht, Boss. Aber ein echter Titel bei Saisonende wäre schöner. Also wenn du in der Premier League so spielst wie auf der Tour, dann haben wir gute Chancen. Danke fürs Vertrauen, Boss. So, wir haben jetzt das erste Kapitel abgeschlossen, das Leben. Haben somit eine FIFA Ultimate Team Belohnung freigeschaltet. Wir spielen aber The Journey jetzt erstmal weiter. Die Belohnung können wir an anderer Stelle auch nochmal aufmachen. Ich habe ganz viele neue Hosen und Anpassungsmerkmale. Ein bisschen Social Media wieder mitbekommen. Jetzt geht es nämlich auf die Saison zu. Interessant wäre erstmal jetzt hier zu gucken, was wir überhaupt an Aufgaben haben. Geheimaufgabe, okay. Also ich glaube, mit den 3 Premier League Siegen, 6 Punkte, das ist machbar. Erste Saisonspiel, ein Ligator. Muss mal gucken. Und die Geheimaufgabe, tja, die ist dann wohl noch geheim. Anpassung. 3 für Trikot, wahrscheinlich Schuhe. Das ist korrekt. Sonst eigentlich nicht großartig Besonderes. Ja. Dann lass uns einfach gleich weiterspielen. Wir wollen nämlich gegen Huddersfield ran. Okay, eine neue Saison. Ein paar neue Gesichter. Gibt viel zu tun. In dieser Saison müssen wir noch härter kämpfen. Härter arbeiten. Jeder Punkt entscheidet in dieser Liga. Also geht aufs Feld. Und zeigt mir und dem Coach, wie bereit ihr seid. Kommt schon! Wir haben gute Chancen, dass wir vielleicht heute noch mal ein Tor erzielen. Huddersfield ist ja erst aufgestiegen. Mit einem sehr krassen Spiel. Der erste Spieltag hier in der Premier League. Endlich ist die Pause vorbei, liebe Zuschauer. Und wir sind live für Sie dabei. Wir sind zu Gast bei Chelsea, gehen und gucken, wie es läuft. Ambitionen hat, wo man viel vorhat und wo man sich viel von Alex Hunter erhofft, dem jungen Nachwuchsmann, der ja letztes Jahr so brillant aufgetreten ist. Schauen wir mal, wie es in dieser Saison für ihn losgeht. Hier also die Aufstellung des FC Chelsea. Kurzer Blick noch auf die Formation. Sie versuchen es heute in einem 5-2-3. Ein sehr flexibles System. Wenn Sie das gut hinbekommen, dann funktioniert das offensiv wie defensiv. Also das. Da ist er noch dran und drückt den Ball über das Tor. Und jetzt gibt es die Eck und die Chance. Cahill. Alex Hunter. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Löwe.
Oh, das gibt Ecke, das ist ärgerlich. Er war noch dran, gibt Ecke. Hätte eigentlich nicht sein müssen. Ecke kommt rein. Jetzt wird's gefährlich. Flanke Fabregat, ganz unglückliche Nummer, ein Eigentor. Da wurde er auf dem falschen Fuß erwischt und dann fälscht er den Ball. Aber ein schöner Kopfball war es auf jeden Fall. Er hat nicht wirklich glücklich reagiert, aber das kommt vor. Sehr unglücklich. Blöde Situation nach dem Eigentor, aber jetzt müssen sie sich konzentrieren. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Schindler. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ins. Das könnte gefährlich werden. An den Pfosten. Fabregas jetzt. Alex Hunter. Er schießt. Oh, schade. Ball ist draußen, Eckball für Chelsea. Der Ball kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und per Kopf weitergespielt. Fairer Einsatz hier. Lössl. Will den Ball, sehr aktiv im Moment. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Das Tor. Oh. Der zeigt direkt mal, was ein Ding. Vorhat eine gute Aktion. Boah! Unerwartet. Sehr unerwartet. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Ein klasse Treffer von Hunter. Da hat er es einfach mal aus der Distanz versucht. Ja, das stimmt, Wolf. Ein super Ding. Den musst du erst mal so machen. Was für ein Schuss. Schön aus unten ins so rechte Eck. Entfernung. Was für ein Tor. Direkt zwischen Schnittstelle, Pfosten und Torhüter. War ein gutes. Jetzt steht es 2-0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Williams. Ich hätte mich gerade ehrlich gefragt, warum es schon 2-0 steht, weil ich der Meinung war, es mein erstes Tor gewesen. Aber da war ja noch das Eigentor, deswegen alles wird richtig. Moi. Das könnte die Chance werden. Hazard. Und Willian. Toller Zweikampf. Könnte gefährlich werden. Gibt Einwurf für Chelsea. Hazard am Ball. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Moi. Und Azpilicueta. Und Hunter. Wird das seine Torchance? William mit dem Ball. Fabregas! Chelsea mit der Ecke. So, Ecke kommt. Der Torwart hat den Ball. Gute Aktion. Gut gemacht, er spielt den Ball per Kopf weiter. Und jetzt also Chelsea. Er trifft den Pfosten. Er ist da und kann den Ball hier klären. Also Fernschüsse kann Alexander echt ganz gut. Mounier. Da geht er dazwischen. So, schön das gemacht. War's. Es ist Pause. Chelsea liegt hier also vorne. Erste Halbzeit war gut gespielt bis jetzt. Etwas glückliches 1-0 durch das Eigentor, aber sonst. Rest super gespielt. So, der zweite Durchgang steht an der Bridge. Legen wir los. Ins. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Cesc Fabregas am Ball. Williams. Ins. Das könnte eine Gelegenheit werden. Victor Moses. Ach.
Schön, dass es als guter Pass gilt, wenn man zu sich selbst passt. Das ist schon mal vorteilhaft. Vorteil für Chelsea. Mounier. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Ah, kriegt er noch. Sehr gut. Und Fabregas. Hunter. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun auch schade. Für die Offensive. Aber da ich durch den dunklen Schatten oben am Rand nicht gesehen, dass da der Spieler schon so weit nach vorne gerückt ist. Ganz energisch. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Oh, schade. Mann. Moi. So, was machen Sie draus? Defensiv machen Sie es gut. Hunter. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und direkt zurückgespielt. Schön, wie Sie da die Offensive unterstützen. Da passt er auf. Immer schnell kurz rauspüllen. Eden Hazard. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Marcos Alonso. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Chelsea mit dem Angriff. Hereingabe. Die Flanke bleibt hängen. Ins. Guter Pass. Das sieht gut aus. Gut verteidigt hier. Jetzt könnte es gefährlich werden. Alexander mit dem Foul. Ach. Das sei nicht lächerlich, aber. Es gibt die gelbe Karte für mich. Naja. Zu hart, diese Entscheidung. Ein Foul war es. Viel mehr hätte man daraus nicht machen müssen. Ich bin dadurch kein Spieler des Tages mehr, das ist sehr ärgerlich. Conte. Hazard. Klasse gemacht! Er zieht ab! Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Pass zu Eden Hazard. Bald schon wieder weg. Komm, hört denn da auf zu rennen? Die Eingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Er muss runter. Folgerichtig, würde ich sagen, oder Buschi? Ja, er hat einfach einen schlechten Tag erwischt. Angesichts dieser Leistung war klar, dass der Trainer irgendwann reagieren muss. Jürgensen. Das könnte jetzt ein Konter werden. Jetzt können sie vielleicht kontern. Der Konter ist gestoppt, da steht er gut. Langer Ball auf Hazard. Gute Aktion, da ist die Flanke. Super gehalten. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Marcos Alonso. Wird das ein tolles Zuspiel? Ah, verdammt. 2 Minuten mehr nachgespielt. Mounier. Das ist natürlich super ärgerlich, weil ich hätte den locker reinmachen können. Da habe ich nicht zurückgezogen, sondern einfach nur nach hinten gelegt. Abgefangen, gut gemacht. Jetzt vielleicht. Das war wundervolles Abwehrspiel. Das ist übrigens FIFA 18, wollte ich nur mal by the way sagen. Zeit, um hier sogar noch auszugleichen. Unmöglich ist es nicht, Wolf, aber es muss natürlich fix gehen. So, das war's für heute. Klasse Saisonstart. Chelsea hat sich den Sieg geholt. Optimaler Start, oder? Ganz stark. Richtig überzeugend aufgetreten und das ist wirklich nicht selbstverständlich nach der harten Vorbereitung. Das hat mir sehr gut gefallen. Entscheidend heute wohl eine ganz besonders unglückliche Szene, oder Buschi? Ja, ganz klar, Wolf. Die Entscheidung durch das Eigentor, das ist natürlich doppelt bitter.
So, das war's dann auch wieder für diese Folge. Wir sind ja am Ende für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr schaut bei der nächsten Folge auch nochmal rein. Bis dahin. Ciao.